Das war mein Einstieg. It's your turn now. So, vielen Dank, Rolf. Sehr schön. Etwas zu lang geraten, aber sonst bin ich dir sehr dankbar. Ja, es wird einfach zu viel. Es wird dann viel Schreiberei. Irgendwas stimmt hier nicht, das muss ich nur klären. Können Sie mich da hinten verstehen, ganz oben? Ja. Und da vielleicht auch. Das ist schon die halbe Miete. Ja, ich darf das Buch vorstellen, nicht weil es von mir ist, sondern weil es vom Studium Universale gekommen ist. Nämlich, das Buch heißt Verweile doch, über die Erforschung der Zeit. Meine Mitherausgeberin sitzt da vorne. Das ist im Verlag Faisal Hamuda erschienen. Der Verleger sitzt in der ersten Reihe, gleich neben Herrn Spring. Er hat sich sehr um die Universität verdient gemacht. Er hat viele Bücher mit Kollegen, mit mir auch und vor allen Dingen mit Studenten gemacht. Und er hat diese Reihe jetzt übernommen vom Studium Universale. Die war vorher in einem anderen Verlag und die Bände waren sehr teuer. Deswegen haben Sie die wahrscheinlich nie gesehen. Die kosteten 40, 50 Euro. Und diese kosten jetzt 16,90 und es ist ja fast 400 Seiten oder so mit Illustrationen und einer Originalgrafik von einem Künstler, der da hinten sitzt. Das ist HLX. Manchmal heißt er auch anders, aber heute heißt du HLX, oder? Genau. Ja. Also gucken Sie sich das Buch ruhig später mal an. Zum Thema Zeit aus allen Perspektiven, von Uhrmachern bis hin zu Physikern, von der Literatur bis zur Biologie. Chronobiologie und so weiter. Also da könnten Sie vielleicht ein paar Anregungen finden. Und es ist natürlich eine... Ist das Bild schon da? Nein. Jetzt kommt ein Bild, hoffe ich. Es ist die Überleitung natürlich zu dem Vortrag heute, in dem es um Raum und Zeit geht. Und ich möchte vor allen Dingen über Jules Verne sprechen und H.G. Wells und dann noch in einem dritten Teil einige Schlussfolgerungen für heute ziehen. Wenn wir uns Jules Verne zuwenden, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat dieses berühmte Buch gelesen, Reise um die Erde in 80 Tagen? Wer hat es gelesen? Okay. Wer hat den Film gesehen oder die Filme? Ja. Und wer hat noch nie was davon mitgekriegt? Ist keine Schande, es ist okay. Also. Dann sagen Sie mir doch bitte, was an diesem Bild problematisch ist. Das ist ein Umschlagsbild vom Fischer Taschenbuchverlag. Vielleicht sehen Sie das Problem. Jedenfalls diejenigen, die es gelesen und gesehen haben. Ja, gesehen haben ist schon problematisch. Die es gelesen haben, was würden Sie da als Fehler entdecken auf diesem Umschlag? Ein großer Fehler, ein runder Fehler. Ein globaler Fehler, nämlich der Ballon. Es findet keine Ballonfahrt statt. Das ist aus den Filmen dazugekommen und das hat sich dann auf die Buchumschläge übertragen. Da sieht man, wie sich das Produkt verselbstständigt hat im Laufe der Zeit. Ist vielleicht sein berühmtestes Buch, sein am meisten verfilmtes und nachgespieltes Buch, was zuerst als Theaterstück auch entstanden ist und sehr erfolgreich war in Paris. Ich weiß nicht, wann Sie Jules Verne gelesen haben. Wenn Sie es als Kinder gelesen haben, ist es sehr gut. Und wahrscheinlich, wenn Sie aus Ostdeutschland kommen, aus der ehemaligen DDR, dann werden Sie es als Kinder auch in guten Ausgaben gelesen haben. Ich komme in dem Fall leider aus dem Westen. Wir hatten nur eine schlechte Ausgabe. Nämlich eine zusammengestutzte im Bärenmeier-Nickel-Verlag. Die war sehr modisch aufgemacht, aber die Übersetzung war total... Spontihaft, da haben so Sponti-Autoren der 68er haben da übersetzt und so Sprüche reingeschrieben, irgendwie keine Macht den Kapitalisten und solche Sachen. Also man hat ein völlig falsches Bild von Jules Verne, wenn man diese Westausgabe gelesen hat. Aber Sie, die meisten von Ihnen kennen es in der Ostausgabe, Sie haben ein solides Fundament. Und Jules Verne dieser Roman hatte auch mal was zwischen Ost und West ausgelöst, nämlich 1964 gab es ein Theaterstück in Hildesheim, aufgeführt vom Ostberliner Theater. Und das war ein Riesenerfolg. Und da gab es ganz kurzfristig, tat sich so ein Fenster auf, als ob die Ost- und die westdeutsche Politik sich annähern würden, aufgrund dieses Erfolges.
Ja, wir gehen mal auf die Route. Sie wissen, ich werde Ihnen gleich noch kurz was zu dem Plot sagen, aber das ist die Route, die Phileas Fogg und Passepartout um die Welt führt. Von London angefangen über den Suezkanal, der war gerade eröffnet worden, ein paar Jahre vorher, und das ist auch ein Anlass, warum das Buch geschrieben wurde oder geschrieben werden konnte. Da sind viele politische Konstellationen, die notwendig sind, damit solche Bücher entstehen. Die entstehen nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Dann geht es Richtung Indischer Ozean, durch von Bombay nach Kalkutta und dann Hongkong, Japan, San Francisco, New York und dann zurück nach London. Und wie Sie wissen, erleben die Herrschaften große Abenteuer. Zum Beispiel werden sie verfolgt von einem Detektiv, Fix heißt er, und der Protagonist heißt ja Fogg, also Fix jagt Fogg, nicht Fix und Foxy, aber fast. Das heißt, er findet eine Jagd statt, und zwar eine Jagd innerhalb einer Wette, denn der Fogg, der Hauptprotagonist, der schließt ja eine Wette ab in London, dass er für 20.000 Pfund, dass er in 80 Tagen um die Welt reisen wird. Das heißt, er kämpft schon, er ist auch auf der Jagd. Er jagt die Zeit, während er gejagt wird, weil man ihn für einen Verbrecher hält. Deswegen ist dieser Detektiv hinter den beiden her. Und Fogg hat ja einen französischen Assistenten, Passepartout. Das sind alles nette Geschichten. Und Sie werden sich fragen, warum das hier alles im Zusammenhang mit Vernetzung und so weiter steht. Und das ist eben für mich auch wichtig, Jules Verne nochmal als Erwachsener zu lesen. Also viele von uns haben ihn als Kinder gelesen und dann schiebt man es in die Schublade, wächst damit auf, vergisst es, vielleicht ist man auch geprägt ein bisschen, aber man muss es als Erwachsener nochmal lesen. Das ist der Vorteil, wenn man einige Bücher erst als Erwachsener entdeckt, auch Kinderbücher. Zum Beispiel, wenn Sie Winnie the Pooh als Erwachsener lesen, da haben Sie auch ganz anderen Gewinn davon, als wenn Sie es nur als Kind lesen. Und das war Jules Verne, war für mich der Fall. Ich habe ihn vor 20 Jahren wiederentdeckt und sozusagen Archetypen der Moderne da gefunden. So etwas, was man vielleicht bei Walter Benjamin auch findet in seinen Pariser Passagen, Beobachtungen, wie der moderne Mensch in Erscheinung tritt, welche archetypischen Modelle da wichtig werden, dass, wenn die Moderne beschrieben wird. Und hier haben wir es ja mit der Moderne zu tun, weil hier jemand die Zeit jagt. Ich werde dann noch ein bisschen genauer werden gleich. Die gehen ja auch durch Indien, das heißt britisches Kolonialgebiet, und da kommt es zum großen Konflikt mit Hinduismus, da ist eine Witwenverbrennung und da wird die Witwe, die verbrannt werden soll, die wird gerettet von den beiden Reisenden und die wird dann die Dauerbegleiterin. Und wie Sie wissen, kommt es ja dann am Ende zu einer Heirat. Das ist so der glückliche Höhepunkt, das Ende der Reise. In Indien werden sie auch, sie müssen dauernd die Verkehrsmittel wechseln. Das ist auch in diesem Roman sehr schön beschrieben, dass man mal mit dem Schiff, mal mit der Eisenbahn, dann mit dem Elefanten reisen, dann mit einem Schlitten, der Segel hat. In den USA, da ist ein Schneesturm, dann fährt man halt mit dem Schlitten weiter und am Ende nochmal mit dem Schiff, mit der allerletzten Kraft von New York nach Europa zurück. Und das ist so schlimm, dass und die Zeit drängt so, dass der Phileas Fogg das Schiff verbrennen lässt, sodass sie am Ende nur noch auf einem Wrack Europa erreichen. Das heißt, alle Holzteile werden verbrannt, um diese Geschwindigkeit zu ermöglichen. Auch das ist wieder ein Zeichen, hier geht es um das Moderne. Wir verbrennen eigentlich auch unsere Ressourcen wahnsinnig schnell, nur um immer weiter Wachstum zu produzieren, um schneller zu werden. Also da ist Jules Verne, ob er es wollte oder nicht, er ist da auf der Spur von neuen Dingen, die uns gerade uns heute beschäftigen. Ja, das ist die Reiseroute und einige Stationen. Wir haben hier, das ist übrigens eine Ausstellung in Frankfurt gewesen, die mich auf die Idee gebracht hat, heute über Jules Verne zu reden, in 80 Dingen um die Welt. Da geht es um die Vernetzung der Welt durch das Postsystem. Heinrich von Stephan, der deutsche Postmeister, der Konzept hatte, wie man die Welt vernetzt und vor allen Dingen Deutschland vernetzt. Zur selben Zeit wie Jules Verne eben durch seine Romane auch eine Weltvernetzung schafft. Nicht nur in diesem einen Roman, sondern im Grunde in allen Romanen.
wenn Sie überlegen, nennen Sie mir einen Kontinent, auf dem Jules Verne nicht einen Roman spielen gelassen hat. Also mir fällt keiner ein. Afrika, Asien, Europa, Amerika, Südamerika, Arktis, Antarktis, alles abgedeckt. Also der Mensch wollte fast eine Landkarte werden mit seinen 80 oder so Romanen. Dazu gehört auch schon ein gewisses Genie, dieses sich ausbreiten auf alle Kontinente. Aber es zeigt eben auch, dass die Welt als Ganzes erfasst werden soll. Das heißt, hier haben wir einen globalen Autor, der die Globalisierung in der Fantasie vorantreibt oder sich vorstellt, was durch die Globalisierung alles passiert. Hier ist übrigens eine Reise, die Campingmobile gemacht haben. Das wurde dann eben der große, also nach dem Erscheinen des Buches gab es immer wieder solche Reisen, immer wieder auf den Spuren von in 80 Tagen um die Welt. Ob es Campingmobile sind oder Fahrräder oder Fußgänger, alle haben es versucht. Die Fußgänger hatten etwas Probleme in 80 Tagen, aber die Motorräder waren da schon besser dran. Hier mal so ein paar frühe Illustrationen aus einer französischen Ausgabe. Da sieht man halt ein paar Episoden aus dem Roman. Und da sehen Sie auch im Grunde die vier Jahreszeiten, die vier Kontinente. Australien ist jetzt nicht dabei. Und das Schiff am Ende, das so als Wrack in Europa ankommt, auch sehr symbolisch. Oder hier sehen wir auch Motive der Reise, der Elefant und dann Passepartout und Phileas Fogg. Und sie sehen die Erde vor sich oder über sich. Das ist ja auch schon ein Moment der Globalisierung, dass man die Erde als Ganzes sieht. Das heißt, sie haben schon den astronautischen Blick, den wir erst ab 1950, 60 bekommen haben, als die ersten Raumschiffe die Erde von außen gefilmt haben. Und das passiert hier eben mit Hilfe der man kann es nicht Science Fiction nennen, es ist ja ganz nah an den Möglichkeiten der damaligen Zeit auch gewesen. Diese 80 Tage ist ja nichts, was man nicht hätte schaffen können. Ich werde da noch dazu kommen. Hier sind unsere Protagonisten. Auf der rechten Seite Passepartout, der Franzose. Jules Verne geht sehr locker um mit Franzosen. Die sind sehr entspannt. Die machen ihre Witzchen, die haben Spaß an der Sache. Das haben wir auch in der Reise zum Mond, da ist auch ein Franzose dabei, zwei Amerikaner, total ernst. Und dann der Franzose, der springt da rum und hat so seinen Spaß. Und das ist hier auch ein bisschen der Fall. Auf der linken Seite ist Phileas Fogg, wobei der Name von einem William Perry Fogg stammt, der ein paar Jahre vorher tatsächlich nach Öffnung des Suezkanals so eine Reise gemacht hat. Das hat Jules Verne in einem Magazin aufgeschnappt. Der hat einfach sehr viel so mitgenommen, was auf dem Weg lag. Er musste dann nicht große Bücher lesen. Hat das dann aber vertieft. Er hat viele Nachmittage in Bibliotheken verbracht, um auch diese Zeitpläne, die Kursbücher und so weiter herauszukriegen, dass es auch realistisch ist. Ja, das ist Phileas Fogg und das ist vielleicht die Gestalt, die uns am meisten interessiert, weil das ist eigentlich kein Mensch. Das ist ein Chronometer. Das ist ein Autist, das ist ein, wie soll man ihn nennen, im Grunde steht er unter einem Strom, unter einer Droge vielleicht unter Kokain, der ist völlig vereist. Zumindest bis zum Ende der Reise, das lockert sich dann langsam auf. Also man kann ihn auch als klinischen Fall eigentlich ansehen, der eben diese Wette abschließt und sagt, es gibt nichts Unvorhergesehenes für mich. Ich werde für diese Reise um den Erdball 80 Tage benötigen. Das sind 1920 Stunden oder 115.000 Minuten, die ich mathematisch einteilen und ökonomisch verwenden werde. Er hat kein Privatleben, jedenfalls kennt man es nicht. Er wird eigentlich nur durch Negation definiert. Als er am Anfang auftaucht im Club, in diesem Reformclub, wo die Wette stattfindet, da heißt es zum Beispiel, man sah ihn nie auf der Börse, noch auf der Bank, noch auf irgendeinem Comptoir der City. Nie sah man in den Bassins und Docks zu London ein Schiff, dessen Eigner Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung, in keinem Kolleg,
Nirgendwo sah man ihn. Er ist fast nicht da, nur in diesem Reformclub taucht er regelmäßig auf, immer wie ein Uhrzeiger, wie Immanuel Kant eigentlich, der auch nach der Uhr gelebt hat. Da spielt er ein bisschen, aber nie um etwas zu gewinnen, sondern nur um des Spieles wegen. Er liest die Zeitung und dann verschwindet er wieder. Er frühstückte und speiste zum Mittag im Club zu chronometrisch bestimmten Stunden in demselben Saal, an demselben Tische, taktierte niemals einen Kollegen, lud nie einen auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen punkt 12 Uhr nachts nach Hause. Er scheint auch nie verreist gewesen zu sein, man weiß von keiner Reise und doch kennt er alle Kursbücher der Welt, vor allen Dingen den Bradshaw, das ist seine Bibel, das ist ein englisches Kursbuch, das erste Kursbuch eigentlich, international, seit 1847. Und dieses Kursbuch ist das, was er fast auswendig kann. Auch das deutet auf autistische Sonderbegabung hin. Übrigens wird dieses Kursbuch nach dem Erscheinen des Buches 80 Tage um die Welt, gibt es eine Neuauflage und die bauen gleich diese Reise ein. Von Phileas Fogg und sein Reiseplan, wie man vom Schiff zum Zug kommt und so weiter. Er ist also die personifizierte Präzision, er ist wie ein Chronometer, ein mathematisch exakter Mensch, fast ein Perpetuum mobile. Es heißt nämlich über ihn, er wusste, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt. Und da die Reibungen hemmen, so rieb er sich an niemand. Das ist ja das Prinzip des Perpetuum mobile, bloß nicht reiben, dann geht es endlos weiter. Er reibt sich nicht mal die Hände, wenn er irgendwie gewonnen hat beim Spiel, dann reibt er sich nicht mal die Hände, um keine Energie zu vergeuden. Also es ist wirklich ein Nichtmensch, eine Puppe vielleicht und sein Diener Passepartout, der das Gegenteil ist, der sagt, meiner treu, ich finde, dass die Figuren bei Madame Tussaud ebenso lebendig sind als mein neuer Herr. Und der Passepartout hat eben die Funktion, die Zufälle, die Reibungen aufzunehmen um ihn herum. Er beschützt ihn, er begleitet ihn und er ist sozusagen der Abenteurer in der ganzen Geschichte. Phileas Fogg macht sein Ding nach Chronometer, obwohl er auch sich am Ende riskiert er auch einiges. Da springt er über seinen eigenen Schatten. In Indien fängt es an. Aber normalerweise ist Passepartout derjenige, der ihn abdämpft. Der geht für ihn in den Knast. Der wird in einem Tempel gefangen genommen. Er erlebt alle möglichen Abenteuer, die auf Reisen völlig normal sind und die aber für Phileas Fogg nicht existieren, weil er geometrisch das ganze Ding aufgezogen hat. Man könnte auch philosophisch sagen, er ist im Grunde der Inbegriff von Descartes Subjekt. Descartes hat ja gesagt, ich denke, also bin ich. Er ist nur noch das denkende Wesen. Er ist kein Körper mehr, zumindest bis zum Ende der Geschichte hin. Da heißt es auch, er machte nicht eine Reise, sondern eine Umfangslinie. Er war ein schwerer Körper, welcher nach den Gesetzen der Mechanik einen Kreis um den Erdball beschrieb. In diesem Augenblick stellte er eine wiederholte Berechnung der seit seiner Abreise aus London verbrauchten Stunden an. Ja, und wäre es nicht seiner Natur zuwider gewesen, eine unnütze Bewegung zu machen, so würde er sich die Hände gerieben haben. Dann geht es auch darum, die Frau zu retten vor der Witwe in Verbrennung. Und da sagt eben, Passepartout sagt, ob wir diese Frau retten können. Dann sagt Phileas Fogg, ich habe noch 12 Stunden Vorsprung. Ich kann sie dieser Rettung widmen. Und dann sagt ein Amerikaner, nun, Sie sind ja ein Mann von Gemüt. Dann sagt er, bisweilen, erwiderte Phileas Fogg, wenn ich dazu Zeit habe. Ja, das ist die Ausgangsposition. Wir haben hier also einen Archetyp der Moderne. Mit Odysseus möchte man ihn nicht vergleichen. Jules Verne hat ja noch den Nemo auch erfunden. Kapitän Nemo, der in seinem Aquarium um die Welt schifft. Also der ist eigentlich Odysseus und deswegen auch der Name Nemo, der von Odysseus her kommt, von der Odyssee. Das kann man hier in diesem Fall nicht sagen. Es ist kein Odysseus, denn er kämpft hier gegen etwas ganz anderes. Er hat eben die Zeit als Objekt und nicht eine Jagd nach einem Gegenstand oder nach einem Erfolg.
nach einem materiellen Erfolg. Das ist eben das Merkwürdige, dass die Zeit selber das Objekt geworden ist für diese Reise. Hier haben wir noch ein paar neuere Verfilmungen. Sie erkennen die Herrschaften vielleicht. Oder hier ist ein deutscher Umschlag, Reise um die Erde in 80 Tagen von Julius Verne. Der hieß noch Julius in den ersten Übersetzungen. Muss ja eingedeutscht werden. Hier sehen wir den Passepartout, wie er die Sachen ganz schnell packen muss. Innerhalb weniger Stunden muss er den Koffer packen. Und die nehmen ja gar nicht viel mit. Das ist ja auch das Verrückte. Es ist, als ob sie gar nicht auf eine Reise gingen. Deswegen haben auch einige Kritiker gesagt, der verreist gar nicht, der macht eine Reise um sein eigenes Zimmer, um seine virtuelle Welt, die er ja in sich hat, als einer, der alles weiß über Fahrpläne. Hier haben wir eine Episode aus den USA, wo es darum geht, eine Eisenbahn über den Abgrund zu bringen, und da muss man Geschwindigkeit steigern, und mit der Geschwindigkeit gelingt es eben, die Bahn springt sozusagen über den Abgrund. Und auch da ist da fällt ein Satz, den ich auch für sehr modern halte, der lautet: Die Geschwindigkeit fraßt die Schwerkraft. Die Geschwindigkeit fraßt die Schwerkraft, oder das Gewicht wurde aufgefressen von der Geschwindigkeit. Also auch diese, was Sie dann bei Einstein so haben, diese Verbindung von Zeit und Raum. Das eine frisst das andere, oder sie sind ganz tief miteinander verkuppelt. Und das macht hier Passepartout in einem Abenteuer. Muss er eben sehen, dass er die beiden Waggons zusammenkriegt. Ich komme jetzt zu einem Vorbild. Neben William Perry Fogg, der nur den Namen geschenkt hat, gibt es ein echtes Vorbild. Das ist George Francis Train. Der war Millionär später. Er hat versucht, die Tramway, also die Straßenbahn, einzuführen in Spanien und in England. Erstmal die Pferdestraßenbahn. Ist in Spanien damit gescheitert. In England ging es eine Zeit lang. Er hat die spanische Königin überzeugt, in Amerika in die Eisenbahn zu investieren. Er war Reeder, Autor, Reisender. Kandidierte 1872 für den Posten des amerikanischen Präsidenten, hatte aber zwischendurch keine Lust mehr auf die Wahl und ist dann auf eine Weltreise gegangen. Und da hat er eben etwa 80 Tage auch gebraucht und darüber geschrieben. Danach bewarb er sich um eine Stelle als Diktator, gibt es nämlich auch. Diktator der USA gab es damals eine Möglichkeit. Hat er nicht bekommen, aber er wurde dann in Australien Präsident einer australischen Revolutionsrepublik, von der man sonst noch nicht viel gehört hat. Man weiß nie genau, wo der sich entlanghangelt, Fiktion oder Fakten. Dann war er als Spion angeklagt, er saß im Gefängnis, wurde als Mörder auch angeklagt. Mal war er Kapitalist, mal Kommunist, mal Monarchist, mal Revolutionär, mal Genie, mal Wahnsinniger, dann wieder Pazifist, Militarist, Verkehrspionier, Globetrotter. Es fing schon in der Jugend an, seine Eltern wollten einen Pfarrer aus ihm machen, er wurde Atheist und Vegetarier. Ich will nicht sagen, dass das jetzt zusammenhängt. Und Hygieniker, das schon eher. Sodass er wollte keinem Menschen mehr die Hände schütteln. Zu viel Fleisch wahrscheinlich. Also. Veganes Händeschütteln. Sondern am Ende nur noch sich selbst, hat er die Hand geschüttelt. Als er in New York starb, gingen 2000 Kinder hinter seinem Sarg her. Er war ein großer Kinderfreund am Ende seines Lebens. Ja, er ging also in 80 Tagen um die Welt, geriet dann auf der Rückkehr in die Kommune von Marseille, kämpfte mit den Kommunarden, wurde fast erschossen, wurde gefangen genommen, befreit, nachdem Alexandre Dumas Fürsprache für ihn eingelegt hat und auch der Präsident der Vereinigten Staaten, also völlig verrückte Figur, ein Exzentriker, wie sich Jules Verne ihn nur wünschen konnte. Er hat dann später nochmal diese Reise wiederholt, 1890, und er war eigentlich unheimlich sauer auf Jules Verne, weil er ihn nirgendwo erwähnt. Er sagte: Ich bin der wahre Phileas Fogg, das soll er als letztes Wort noch vor seinem Tod gesagt haben.
Jules Verne hat mir den Wind aus den Segeln genommen. Das war sein Dauerrefrain. Diese Geschichten gehen noch weiter. Hier ist noch ein anderes Bild von Train. Der Name ist ja auch nicht schlecht, dass er Train heißt und in Eisenbahn investiert und so weiter. Hier haben wir noch ein weiteres interessantes Schicksal. Nellie Bly, eine amerikanische, die erste Investigativjournalistin überhaupt, soweit wir wissen. Das heißt, sie ist auch in Heilanstalten gegangen. Sie hat eine Woche in einer Heilanstalt in Blackwell Island verbracht und die unmenschlichen Zustände erlebt. Sie hat im Gefängnis auch als Häftling gelebt, um darüber zu schreiben. Und sie wurde von der Zeitung aufgefordert, die Reise von Jules Verne nachzureisen und zu sehen, ob sie das nicht schlagen könnte. Also in dem Buch geht es schon immer um Wette, um Wettkampf, um wer ist am schnellsten und so weiter. Und das hat sich dann immer wieder fortgesetzt. Also man muss es unterbieten. Und das hat Nellie Bly auch gemacht in ihrem Buch In 72 Days. In 72 Tagen hat sie es geschafft. Sie war nicht alleine unterwegs, weil eine andere Zeitung, wir sind wirklich im kapitalistischen Konkurrenzwesen, hat beschlossen, eine andere Frau gleichzeitig auf die Reise zu schicken. Die sollte die Nellie Bly noch schlagen. Und das war Elizabeth Bisland, Flying Trip Around the World 1891. Sie hat es aber nicht geschafft, sie wollte auch erst gar nicht los, aber man hat sie gezwungen. Ja, ich habe hier ein paar Titel, wenn Sie das mal nachlesen wollen, da kann man diese Wettkämpfe im Gefolge von Jules Verne nachlesen. Es sind auch Spiele entstanden um die Welt mit Nellie Bly. Das ist so eine Art Würfel-Gänsespiel. Manchmal muss man dann zurück, wenn ein Schiff kaputt geht oder die Eisenbahn fährt nicht und so, dann 5 Plätze zurück oder springen sie 3 nach vorne. Und das ist eben, hier ist auch ein Spiel, das basiert auf 80 Tagen um die Welt. Das zeigt, dass dieses Buch auch etwas mit Spielen zu tun hat, was übrigens auf viele Werke von Jules Verne zutrifft. Er hat sich sehr vom Spiel inspirieren lassen. Es gibt einen Roman, der heißt Testament eines Exzentrikers. Da werden die ganzen Vereinigten Staaten in ein Spielbrett verwandelt und die Figuren bewegen sich auf diesem Brett und es geht um die Erbschaft, um Milliardenerbschaft. Auch ein sehr witziges Buch. Ist auch ein deutsches Pärchen, die schneiden da ziemlich schlecht ab, wie überhaupt bei Jules Verne, weil nach 1871 hatten die Deutschen keine guten Karten mehr bei Jules Verne. Er war ein Patriot, Elsaß-Lothringen war verloren gegangen und danach hagelte es mit Kritik und schlechten deutschen Figuren in seinen Romanen. Zum Beispiel die 100 Millionen der Begum, wo eine Erbschaft aus Indien verteilt wird auf einen deutschen und einen französischen Teil. In Frankreich ist es ein Professor für Hygiene, der bekommt viele Millionen und baut eine hygienische Stadt. Und die andere Hälfte geht an einen deutschen Professor aus Jena, der heißt Schulze, und der baut Stahlstadt. Das ist so eine faschistische Stadt wirklich. Da wird wirklich das Nazitum vorweggenommen. Sind so Siegfrieds, stehen da immer rum so. Und der versucht mit einer Riesenkanone, will er die hygienische Stadt Frankreichs vernichten. Das gelingt ihm nicht, weil ein Elsässer, der eben zwischen den Fronten als Spion tätig war, der verrät das Geheimnis und so, überlebt eben Frankreich, die französische Stadt. Und Jena ist zum Glück immer noch Jena und keine Stahlstadt. Also Sie sehen, dass die Verbindung zum Spiel sehr wichtig ist und dass man mit dem Spiel auch politische Münzen herumschieben kann, die aus der Geschichte stammen, zu der Jules Verne eben auch gehört. Hier sind noch ein paar Beispiele, ich werde Ihnen nicht alle vorstellen, was Nachfolgetexte und Dinge angeht. Auf den Spuren von Jules Verne, ein Albert Robida, ich weiß gar nicht, aus Spanien oder aus Südamerika, jedenfalls spanischsprachig ursprünglich. Dann Palle, das ist ein dänischer Junge, der ist mit 15 Jahren um die Welt gereist in 44 Tagen und hatte immer Jules Verne dabei. Das war sein einziges Buch und am Ende bedankt er sich auch bei Jules Verne. Übrigens auch Nellie Bly nach ihren 72 Tagen oder sogar auf ihrer Reise hat sie einen Abstecher von Paris gemacht nach Amiens, wo Jules Verne wohnte und hat sich mit Jules Verne unterhalten und er hat sich gefreut, dass sie diese Reise macht und so. Also es gibt auch immer wieder diese Rückbezüge zu dem großen Meister.
Jean Cocteau hat seine Reise gemacht, dann ein Science-Fiction-Autor, Philip José Farmer. Da ist Phileas Fogg im Auftrag von Aliens unterwegs, muss man nicht gelesen haben. Cortázar ist ein berühmter argentinischer Autor, der, Sie sehen, der Titel ist schon etwas verdreht, Reise um den Tag in 80 Welten. Das ist eine surrealistische Textserie, die Motive aufgreift. Es ist nicht eine Reise im Sinne von Jules Verne, es ist das Gegenteil eigentlich von Reise, sondern es ist mehr ein Hüpfen, ein Springen zwischen Texten. Helge Timmerberg kennen Sie vielleicht, zeitgenössischer Reiseautor. Oder Dennis Gastmann mit 80.000 Fragen um die Welt. Das sieht man auch manchmal im Fernsehen, den Gastmann. Ja, wozu das Ganze? Wir kommen zum Thema Vernetzung. Und dieses Buch und alles, was im Gefolge des Buches steht, ist eigentlich im Zeichen der Schrumpfung des Planeten. Man hat so ein Diagramm gezeichnet, wie die Welt von 1500 bis 1840, welche Größe die hatte, aufgrund der Geschwindigkeiten der Transportmittel. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Zeit, um in die Erde zu kommen. Das ist also eigentlich eine zeitliche Größe. Das ist keine räumliche Größe, sondern welche Zeit hat die Erde, welche Zeit verlangt die Erde. Sie verlangt also sehr viel Zeit oben in dem ersten Ballon. Das schnellste waren dann eben Pferde und Segelschiffe. Die Zeit, die die Erde dann ab 1850 verlangt, ist schon sehr stark geschrumpft, nämlich durch die Eisenbahn und Dampfschiffe. Und dann kommen wir in die 1950er und heute, also da geht es ja immer schneller durch Flugzeug und durch schnellere Bahnen und so weiter. Also man sieht, dass Raum und Zeit jetzt zusammengehören. Das ist vielleicht die Idee, die jetzt wichtig wird und die auch für Einstein zur Raumzeit, zur Vorstellung der Raumzeit geführt hat. Ich zeige noch mal ein paar andere Beispiele. Hier haben wir noch einen schönen Text von Heinrich Heine, der auch dieses Gefühl hatte, dass die Erde immer kleiner wird. Der schreibt 1843, durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, um auch Letzte anständig zu töten. In viertelhalb Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebenso vielen Stunden nach Rouen, also von Paris. Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Tür brandet die Nordsee. Das sind sehr, sehr frühe, durch die Eisenbahn eben kommen solche Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge. Es gibt noch einen früheren Text von Adelbert von Chamisso, das ist der romantische Autor, der Peter Schlemihl geschrieben hat. Und der hat ein Gedicht geschrieben, das halte ich auch für sehr prophetisch, das ist von 1837 oder so, wo er die Eisenbahn beschreibt und die Eisenbahn wird immer schneller, 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 bis sie die Zeit überholt. Und dann fährt sie langsam zurück in die Vergangenheit, bis hin zu den Großeltern, zu Napoleon, zu Adam und Eva. Also er beschreibt im Grunde eine Zeitmaschine. Er beschreibt das, was Einstein auch mit Relativität dann ausdrückt, je schneller, wenn man schneller als das Licht ist, was dann passiert. Also das ist schon erstaunlich, dass ein Romantiker auf solche Ideen kommt, bloß wegen einer Eisenbahn, die vielleicht 30 Stundenkilometer fuhr zu der Zeit. Aber die Sensibilität war eben sehr groß. Und das gilt eben auch für Heinrich Heine, weil der Bruch so stark war zu der bekannten, traditionellen, langsamen Welt. Ich habe Ihnen noch ein paar Beispiele gebracht. Es geht auch um das Thema Weltumrundung. Also Navigation um die Welt ist ja das Erste. Die Schiffe machen es vor. Magellan, im, weiß nicht, 16., 17. Jahrhundert, die Portugiesen, Spanier und so weiter. Die Welt wird als Ganzes umrundet. Das ist ja auch ein Bewusstseinsakt, der stattfinden muss. Und bei Jules Verne sind es verschiedene Verkehrsmittel. Und etwas später als Jules Vernes Roman wird ein Amerikaner namens Thomas Stevens sich auf ein Hochrad setzen und die erste Weltumradelung machen. Nämlich 1883, glaube ich, ja hier 84 bis 86, also schon eine große Leistung im Hochrad um die Welt. Es gab keine richtigen Straßen für Fahrräder, es gab hauptsächlich Schlaglöcher und Schlamm. Es gab viele, die Fahrräder hassten, zum Beispiel Hunde oder auch Kutscher mit Pferden. Dann gab es Eis und Schnee, es gab auch wilde Stämme,
wo diese Radfahrer als Dämonen wahrgenommen wurden und bekämpft wurden. Es gab Schamanen, die dagegen eingesetzt wurden. Es gab völlig verrückte Sachen. Können wir uns heute alles nicht mehr vorstellen. Obwohl manchmal gibt es auch Dämonen, die gegen heutige Radfahrer in der Fußgängerzone, wenn die Radfahrer nicht mehr zu sehen sind, so unsichtbar durch die Fußgängerzone fliegen, das ist ja auch dämonisch. Aber auch die Abwehrreaktion ist manchmal sehr dämonisch. Also ich bin auch schon mal geschlagen worden von einer Passantin, weil ich ganz langsam, ich war schon kurz vor dem Schild, wo man hätte absteigen müssen. Und jedenfalls hat er sowas erlebt, der Thomas Stevens, ein sehr abenteuerlustiger Mensch, der hat dann später, ist der, vielleicht wissen Sie, dass Henry Morton Stanley, der Entdecker, einer der Afrika-Entdecker, groß auch ein Journalist, der ist verschwunden. Das sind ja alles Geschichten über das Verschwinden. Also erstmal ist der Stanley losgeschickt worden, um einen verschwundenen Missionar zu finden, nämlich David Livingstone. Dann ist der Stanley verschwunden. Daraufhin hat man den Stevens, aber nicht mit dem Rad, nach Afrika geschickt, damit er ihn rausfindet, rausholt. Hat er auch geschafft. Später ist der Stevens mit dem Pferd durch Russland geritten. 1908 und hat Tolstoi besucht. Und der konnte sich erinnern, ah, Sie sind der berühmte Radfahrer, der als erster um die Welt geradelt ist. Ich will hier eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass das Fahrrad als Beispiel für die Globalisierung, dass man Verbindungen schafft durch bestimmte Bewegungen. Und hier ist ja der Globus quasi schon in der Form des Rades drin. Das Rad ist Hochrad, das ist die Erde, und das niedere Rad ist der Mond. Das ist der Satellit, sieht man ja sofort. Das heißt, es ist ein planetarisches Gerät. Hier ist die Strecke, die in etwa ähnlich ist wie die von Phileas Fogg, ohne dass er das jetzt damals nachmachen wollte. Und nach Thomas Stevens haben sich auch viele Radfahrer auf den Weg gemacht. Einige sind auch umgebracht worden, sind verschollen im Kaukasus und so weiter. Also es war eine sehr abenteuerliche Geschichte. Eine Frau hat sich 1895 als erste Frau alleine um die Welt getraut, Annie Londonderry. Auch das war eine Wette. Man muss immer wieder daran denken, es geht um Wetten und es geht um die Medien, die das verfolgen. Das war bei Jules Verne so, da waren die Medien auch wahnsinnig helle immer am Gucken, wo ist er jetzt und was passiert. Und das war bei diesen Radfahrern auch der Fall. Und bei allen anderen, die Weltumradlung machen, sind die Medien sehr wichtig. Bis hin zur Mondfahrt, was ein riesiger medialer Event wurde. Und Annie Londonderry hat es dann auch geschafft, die Welt zu umrunden, hat die Wette gewonnen. Ich glaube, sie hat $5 am Ende gewonnen. Der Rest muss, das ist ja immer so, dass man dann das schon ausgegeben hat, was man später als Gewinn bekommen wird. Phileas Fogg hat am Ende gar nichts, weil er vorher so viel Geld ausgeben musste auf der Reise, um die Abenteuer zu bestehen. Hier ist der erste Deutsche, der die Welt angeblich umrundet haben soll, Heinrich Horstmann aus Hamm. Und ja, wenn man das liest, ist schon ein bisschen witzig. Im Grunde hat er Amerika geschafft, dann hat er in Japan noch ein bisschen verbracht und dann auf einmal war er ganz schnell wieder zu Hause. Also so ganz traurig den Braten nicht. Und wenn man den amerikanischen Teil liest, dann stellt man fest, er war hauptsächlich bei Deutsch-Amerikanern, die Bierbrauereien errichtet hatten in Amerika. Und dann wird da geschrieben, was sie bei den Bierbrauereien da sich erzählen und über die Heimat und so weiter. Also naja, ist was Spezielles. Aber der Deutsche muss natürlich auch dabei sein. Ich komme jetzt zu dem zweiten Teil, nämlich dem Autor H.G. Wells, den man als englischen Jules Verne bezeichnen könnte, wenn er nicht ein bisschen anders wäre. Und bei dem das Thema Raumzeit eben noch wichtiger wird und auch philosophischer. Im Grunde ist er noch näher an Einstein dran mit seinen Ideen und seinen Fantasien. Und dadurch auch kommt er zu einem anderen Weltbild. Jules Vernes Weltbild ist ja noch zum Teil sehr verhaftet in traditionellen Vorstellungen, obwohl er diese Globalisierung durchlebt. Bei Jules Verne kommen wir auf, wenn wir nur drei seiner wichtigsten Werke erwähnen, die Zeitmaschine von 1895. Wir haben ja schon das Thema Zeitmaschine gesehen in der Eisenbahn, dass da etwas sich anbahnt. Und es gibt Zeitmaschinen schon vor H.G. Wells. Man kann mit bestimmten Mitteln in die Vergangenheit zurückfliegen, zum Beispiel mit Drogen oder bei Mark Twain kriegt einer einen Schlag auf den Kopf und ist plötzlich im Mittelalter. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
Aber der Wales war der Erste, der eine richtige Maschine gebaut hat oder behauptet, dass es so eine Maschine gibt, wo man sich reinsetzt und dann kann man einstellen, die Jahreszahl, wo man hin möchte. Und dann ist man im Jahre 2016 im Hörsaal der Universität Leipzig und muss sich irgend sowas anhören über die Zeitmaschine. Oder man reist dann schnell weiter, wenn der Sauerstoff nachlässt, dann macht man wieder einen Hebel und dann ist man in einer anderen Zeit. Wales hatte diese Ideen, die sind eigentlich philosophisch-physikalisch nicht ganz dumm gewesen und er hat Vorläufer aus der Mathematik, aus der Geometrie und Physik, war der erste Schriftsteller, der wirklich Naturwissenschaften studiert hatte. Und es gab zum Beispiel in Leipzig den berühmten Gustav Theodor Fechner, der 50 Jahre vorher auch schon die Idee hatte, dass die Zeit eine Dimension ist, eine eigene Dimension. Der Text heißt, wie heißt der Text? Kathi Vogt hat darüber geschrieben. Wie heißt der Text nochmal? Der Raum hat vier Dimensionen. Vielen Dank. Also lesen Sie mal Gustav Theodor Fechner, ist auch ein unheimlich anregender Autor, Psychologe, Philosoph, auch ein witziger Mensch. Es gab dann noch die Vorstellung, die vierte Dimension wäre ein anderer Raum. Also neben Breite, Länge, Höhe gibt es noch irgendeinen unsichtbaren Raum, der die vierte Dimension wäre. Da haben viele Science-Fiction-Autoren angefangen, darüber nachzudenken. Eine Parallelwelt, Parallelgesellschaft, wenn Sie wollen. Also hier irgendwo in diesem Raum ist ein vierter Raum, den wir nicht wahrnehmen können. Aber dass der Raum, dass das die Zeit sein könnte, war dann eine Idee, die bei Wales fruchtbar wurde. Das heißt, man versetzt sich in diesen Zeitraum oder in diese Raumzeit und geht dann auf dieser Schiene durch die Zeiten. Das heißt, Wales macht das, was Jules Verne für den Raum macht, macht er für die Zeit. Also der Raum wurde bei Jules Verne globalisiert, global erfasst, die Erde wird umfasst und das macht Jules Verne mit der Zeitmaschine, durch die Bewegung vorwärts und rückwärts. Vielleicht haben von Ihnen einige diese Geschichte gelesen, die spielt ja im Jahre, also sie fängt an im viktorianischen London und dann bewegt sich der Zeitreisende in das Jahr 1702 und erlebt da die merkwürdigsten Dinge, nämlich eine schöne paradiesische Welt ist oben und nachts stellt er fest, dass da unten auch noch eine Welt ist und dass die paradiesischen Wesen, die oben elfengleich leben, dass die nachts verzehrt werden von den Wesen, die in der Erde wohnen. Also eine ziemlich kannibalistische Angelegenheit. Eine Extrapolation der viktorianischen Gesellschaft. Das ist so die Kritik, die Wells da eingefügt hat. Mir geht es jetzt erst um die Erfassung der Zeit als die Vernetzung der Zeiten durch eine Zeitmaschine. Das ist das Erstaunliche bei Wells und das wird dann von vielen Science-Fiction-Filmen und Romanen aufgegriffen. Heutzutage können Sie überall hinreisen. Sie kennen genügend Beispiele aus dem Kino, wo solche Dinge passieren. Das zweite Buch, was ich kurz erwähnen möchte, ist Der Krieg der Welten, ein paar Jahre später erschienen. Und darin geht es um die Marsmenschen, der erste Angriff von Mars auf die Erde. Auch das ein Vorbild für viele, viele Filme später, Aliens. Und zum ersten Mal entsteht auf der Erde das Bewusstsein einer Einheit. Wir müssen uns gegen außen schützen, verteidigen. Das heißt, es führt zu einer globalen, zumindest in Ansätzen zu einer globalen Antwort auf ein Problem, das von außen kommt. Und das ist das, womit wir uns eigentlich in diesem Jahrhundert dauernd beschäftigen. Wie können wir eine Einheit auf der Erde hinkriegen? Müssen wir erst auf die Aliens warten, dass wir uns endlich einig werden? Oder schlagen wir uns vorher so weit die Köpfe ein, dass wir den Alien-Angriff nicht abhalten können? Das könnte auch passieren, so wie es aussieht. Wells hat dann noch einen Roman geschrieben über die ersten Menschen auf dem Mond und da beschreibt er den Mond als bewohnt von intelligenten Wesen und diese Wesen sind aber Teil einer Schwarmintelligenz. Die sind an ein Gehirn angeschlossen. Das ist das große Mondgehirn. Und da könnte man schon etwas sehen, was für H.G. Wells später wichtig wird, dass nämlich auch auf der Erde so ein Gehirn entsteht. Ein Weltgehirn. Und dann haben wir vielleicht Frieden. Das ist so eine utopische Vision.
Die Frage ist natürlich, was für ein Gehirn entsteht da und kann dieses Gehirn nicht auch mal ausflippen? Es gibt ja auch Gehirnkrankheiten und so weiter. Also es ist nicht gesagt, dass wenn das die Erde zu einem Gehirn wird, dass es ein gutes Gehirn sein muss. Mit solchen Fragen beschäftigt man sich, wenn man den Wales durchblättert. Alte Science Fiction, irgendwie nicht so up to date, aber irgendwie ist es auch sehr anregend. Hier haben wir die Zeitmaschine von 1964. Manche, von der Beschreibung her, hätte es auch ein Fahrrad sein können. Und der Wales war ein großer Fahrradfahrer. Der war einer der ersten, die Fahrradfahren gelernt haben und auch einen Roman darüber geschrieben hat. 1895, The Wheels of Chance. Hier haben wir eine Illustration aus dem Krieg der Welten und da sieht man die Mars-Menschen, die arbeiten mit sehr hochmoderner Technologie, mit so Art Laserstrahlen, die verbrennen eigentlich London. Die werden ja nicht weit über England hinauskommen. Man dachte erst, es wird zu Ende gehen mit der Erde. Die Mars-Menschen wollen ja eigentlich nur Blut. Das sind kosmische Vampire gewesen. Also 5 Jahre nach Bram Stokers Dracula kommen jetzt die Vampire nicht mehr aus Transsilvanien, sondern aus dem Weltraum. Sie werden aber scheitern, diese mit ihrer hochmodernen Technik, nämlich an etwas ganz Kleinem. Und zwar an den Bakterien. Die haben sie nicht simulieren können auf ihrem Mars, als sie diesen Angriff geplant haben. Sie haben nicht mit diesen Mikroben gerechnet. Und das wird ihr Ende sein. Auch sehr lehrreich. Hier sind nochmal modernere Bilder von den Marsianern mit ihrer Hitzestrahlung, in der um 1900 natürlich hochmodern und sehr schwer vorzustellen. Der Wales hat auch die ersten Panzer beschrieben, die waren auch noch nicht im Krieg erschienen. Hier ist ein Umschlag von dem Mondroman. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Teil, nämlich H.G. Wells hat dann in seinen späteren Jahren immer wieder nachgedacht über Weltregierung. Er war einer der Begründer des Völkerbundes, also dem Vorläufer der UNO. Das war für ihn einfach nach dem Ersten Weltkrieg so wichtig, dass die Völker anfangen zu kommunizieren, sich zu verständigen, gemeinsame Regeln zu haben. Und da hat er viele Pamphlete und Bücher geschrieben, unter anderem das Buch The World Brain von 1937. Das heißt, die Idee, die vernetzte Welt noch weiter so zu vernetzen, dass sie zu einem eigenen Gehirn wird. Das anfängt von autonom zu korrespondieren. Er hat sich das vorgestellt, es gab noch kein Internet damals, aber was er sich vorgestellt hat, ist im Grunde die Vorform. Nämlich, er sprach vom Mikrofisch, große Archive vom Mikrofisch. Ich weiß nicht, ob das kennen alle noch Mikrofische. Das sind ja diese kleinen Fotokarten, die man in so eine Maschine reinschieben muss und dann etwas an die Wand geworfen, so ein bisschen wie Dias. So hat er sich das vorgestellt, dass es Zentren auf der Erde gibt, wo jeder Mensch Zugang hätte zu allen Informationen, die es überhaupt gibt auf der Erde. Und das ist damals eine sehr schwere Sache gewesen, aber heute ist es ja doch sehr nahe gerückt auch. Ähnliche Gedanken hatte unser Leipziger Chemiker Wilhelm Ostwald. Er hat auch in vielerlei Hinsicht versucht, zu Weltvereinheitlichung zu kommen, zu Vernetzung. Ob es die Vernetzung von Journalen, von Wissenschaftsjournalen ist oder Wissenschaftsgesellschaften oder auch eine Weltsprache, das war auch das große Thema um die Zeit. Lass uns eine neue Weltsprache finden. Englisch war noch nicht ganz so wichtig wie heute. Heute brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Es geht nur mit Englisch. Esperanto und so weiter hat keine Chance. Aber damals war Esperanto im Gespräch oder Volapük und viele andere solche Sprachen, Kunstsprachen. Und Ostwald wollte sogar, der wurde im Ersten Weltkrieg sehr nationalistisch. Vorher war er gar nicht so nationalistisch, aber dann wollte er Deutsch als Welt, ein einfaches Deutsch. Muss man sich auch mal angucken, wie das so klingt. Also ist sehr kurios. Aber Ostwald war einer der Vereinheitlicher, der hatte auch den Monismus mitgegründet, also eine Religion, eine Philosophie, die alles durch ein einziges Prinzip erklären will. Für ihn war das die Energie. Das sind noch Ideen, die bewegen sich im säkularen Bereich. Aber wenn wir zu dem französischen Jesuiten
Théard de Chardin kommen, der war auch Evolutionsbiologe, der hat auch Ausgrabungen von Fossilien und so gemacht, Primatenstudien. Der stellt sich vor, dass die Erde tatsächlich immer mehr Bewusstsein erlangt. Erstmal durch die einzelnen Menschen und dann durch die Vernetzung entsteht ein Bewusstsein jenseits der Individuen. Und das hat er Noosphäre genannt. Sie sehen das Wort da oben, Noos von Erkenntnis. Also die Erde wird zu einem Erkenntnisorgan. Und das hat nichts mehr mit den einzelnen Individuen zu tun. Wir sind sozusagen aufgehoben in einer höheren Schicht. Das greift der kanadische Medienwissenschaftler Marshall McLuhan wieder auf. Ich habe Ihnen hier zwei Titel aufgeschrieben. Er spricht von einer elektrischen Membran. Das heißt, die Elektrifizierung der Erde führt zu einer Vernetzung und zu Synapsen, die sich wie... Im Grunde bildet sich das Gehirn wie beim Säugling. Die Erde verknüpft immer mehr solche Synapsen, sodass immer mehr Informationen hin und her schießen. Marshall McLuhan war dann am Ende auch etwas kritisch. Er hat das erst übernommen. Er fand das eine gute Idee von dem Théard de Chardin. McLuhan hat ja auch den Begriff des Global Village geprägt, also das globale Dorf, das durch die neuen Medien entstanden ist. Wir leben wie in einem Dorf. Alles ist ganz nah. Wir wissen, was Boris Becker gestern gegessen hat oder was Steinmeier, wo er morgen hinfliegt und so weiter. Es ist alles ganz nah, vor unserer Nase. Das war früher völlig undenkbar. Und das nennt er das globale Dorf, the Global Village. Und das klingt, ist bei McLuhan auch erstmal eine schöne Vision. Durch Verbindung wird ja irgendwie alles besser. Je mehr wir verknüpfen, kommunizieren, verbinden, desto mehr Einheit, Harmonie und Frieden gibt es. Das ist eine ganz alte Vorstellung, die auch bei der Eisenbahn aufkam. Als die ersten Eisenbahn kamen, dachte man, das ist das Zeitalter des Friedens. Jetzt können wir über die Grenzen fahren, es wird nie wieder Krieg geben. Als das Fahrrad ganz groß wurde, 1890, jetzt werden alle Fahrradfahrer, wir werden friedlich sein, wir werden uns nie wieder umbringen. Das ging immer so weiter, dann kam Flugverkehr, dann kam das Internet, immer wieder dieselbe Vision oder das Fernsehen. Jetzt weiß man, sowas wie Hitler wird nie wieder passieren, wir haben ja Fernsehen oder wir haben Internet. Wir wissen inzwischen, es ist leider nicht so und das hat McLuhan auch selber gemerkt. Später hat er gesagt, diese Vision von Théard de Chardin, dieser kosmische Christus, sagt er sogar, eine kosmische Membran, das ist eigentlich ein kindischer Zukunftsroman. Je mehr Dorfbedingungen man schafft, umso mehr Diskontinuität und Teilung und Unterschiedlichkeit erhält man. Wir wissen ja auch, in Dörfern gibt es immer viel Krach. Das hilft nichts, ob es jetzt groß ist oder klein. Das globale Dorf sichert die absolut maximale Uneinigkeit in allen Punkten. Es ist mir niemals eingefallen, dass Einheitlichkeit und Ruhe die Merkmale des globalen Dorfes sind. Das wird auch bestätigt von einem Autor, den McLuhan stark gelesen hat, nämlich, hier habe ich ein paar Bilder noch auch zur Noosphäre, wie man sich das vorstellt, dass durch die Vernetzung, elektronische Vernetzung, dass da allmählich so eine Membran entsteht, über der eine neue Hülle. Oder hier, das ist schon richtig psychedelisch. Die Erde hat eine Droge genommen und sie wird erleuchtet. Oder hier, das ist ein Zukunftsroman, Star Maker, wo es auch um solche Schwarmintelligenzen geht, um intelligent, nicht nur Planeten, die intelligent werden, sondern ganze Galaxien, ganze Nebulae werden intelligent. Ist ja auch vorstellbar. Das hat Olaf Stapledon beschrieben in seinem Wahnsinnsbuch Star Maker von 1937 etwa. Sie sehen auch hier das Bild, Umschlagbild, das ist so ein bisschen die Erinnerung an Michelangelo, wo Gott und Adam die Finger, die Hände sich fast berühren. Da ist dieser kreative Impuls. Hier ist an den Kinderzeichen, everybody's brain is attached to the world. Jedes Gehirn ist an die Welt angeschlossen. Also Kinder können sich das auch schon irgendwie vorstellen. Das kann man jetzt auch in dem Zusammenhang mit Noosphäre sehen, dieses alte Bild von Jules Vernes Roman, nur noch mal zur Erinnerung. Die Erde wird erleuchtet
Und hier ist das Zitat von Chesterton, der sagte, ein anderer Prozess läuft derzeit ab, parallel zu den wachsenden Verbindungen von Verkehrsstrecken. Da kann man eben auch Internet dazu nehmen. Und das ist die Trennung von Ideen. Ein stiller Schock des Zusammenstoßens erschüttert aufgrund der enger werdenden Kommunikation die ganze Welt. Das ab können Sie vergessen, Herr. Irgendwas muss man immer vergessen. Und wir haben das vergessen bei der Globalisierung, wo wir auch dachten, jetzt geht es richtig rund. Auf einmal kommen Hindernisse, es kommen Zusammenstöße, Kulturen stoßen zusammen, es werden Grenzen wieder aufgezogen. Diese Teleologie, also diese Zielgerichtetheit, dass alles auf das Globale hinausgeht, scheint sich nicht zu bestätigen, sondern es ist ein dialektischer Vorgang, wo es immer mal wieder zurückfällt oder neu losgeht. Also das sind Leute, die haben das vor 50, 100 Jahren schon gesagt, dass der Vorgang der Homogenisierung, der Vereinheitlichung ganz notgedrungen auch zu solchen neuen Verwerfungen führen wird, zu antiglobalen Prozessen. Das Einzige, wo man vielleicht noch ein bisschen hoffen kann, ist die Gaia-Hypothese, das heißt, dass die Erde als ökologischer Organismus gesehen wird, nicht so als Bewusstsein oder als theologisches Konstrukt, sondern als biologische, lebendige Erde, die wir schützen müssen, und das vielleicht wird unsere Aufgabe sein, und vielleicht finden wir da wenigstens mal zu einem Konsens. Und damit beende ich diesen Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Elmar Schenkel, für diesen Vortrag, aus dem eine wahnsinnige Belesenheit ja auch spricht. Du hast uns viel Stoff mitgegeben. Zeit muss man haben. Aber Stoff in dem richtigen Sinn, du meinst jetzt. Ja.